Du spielst über Fortnite, Fortnite. Ich bin auf YouTube bereit. It's right, du weißt Bescheid. Ja, moin Leute. Drauf geschissen. So lacht der Dicke von Ape Crime und freut sich seines Lebens, weil er nie mit Excel 95 oder Excel 95 schlafen wird. Nein, Scherz beiseite, ich habe heute Abend was im Sommerloch. Und da stecken wir wirklich im Loch, also Peace, Leute. Stecken wir im Sommerloch. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt kriege ich schon Bilder im Kopf. Irgendwie die Ape Crimes schlafen mit der Excels. Mit der Excels, also die Freundin von Excel. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Weil mit Excel 95, also wenn sie mit ihm schlafen wollen, ich weiß nicht, das sind dann alle Homies. Homies, sind meine Homies. Na, ich finde es aber einfach, Herr Newstime, ich mach's Video kurz einfach. Herr Newstime hat das gebracht, da habe ich es gesehen. Und bei Excel, weil ich kriege ja Excel-Video, alle, Excel hat mich neulich angerufen, Excel 95. Peace, Bruder, an dich. Aber nicht Double Peace, da sind wir wieder bei deinem Vorgänger. Nein, Scherz. Lieber Excel, ich finde es auch, es muss doch wirklich nicht sein. Ich meine, du bist jetzt bei 115.000 Abos und ich freue mich, dass du weiter steigst, weil ab 200.000 mache ich eine kleine Party hier mit Grillen und Freibier und so weiter. Vielleicht komme ich auch zu der Runde, mal gucken. Ja, das ist so wie früher irgendwie Mozart oder Bach und dann stehst du da vor dem Museum und siehst das Zimmer. Vielleicht auch Elvis, aber damit möchte ich dich nicht vergleichen. Aber trotzdem hast du es nicht wirklich nicht verdient, und das ist meine ehrliche Meinung, so von diesen Beavis und Butthead-Brüdern runtergezogen zu werden. Also ganz ehrlich, Ape Crime, nein, also ihr macht bestimmt lustig YouTube und so weiter, aber der Witz hat er, wie heißt denn der kleine Dick, wie heißt denn der, euer bärtige, dicke Gartenzwerg da? Also ich kann mir nicht alle Namen merken, ich will ja auch niemanden beleidigen, aber wie heißt der denn jetzt? Drauf geschissen, er hat selber gesagt, der Witz war scheiße. Und deswegen, ich glaube, André Schiebler hat den Witz gebracht, den hast du falsch geschoben, also den hast du auch falsch verstanden. Ja, ich möchte nicht zu weit ausufern, weil das ist es auch nicht wert, dieses Thema. Vielleicht hat er das auch, ich meine, Excel ist gerade im Kommen und hat echt, das ist Wahnsinn. Also sogar Leute, ich glaube, selbst in Hamburg würden Leute ihn sofort wiedererkennen und sagen, oh, kann ich ein Autogramm und so weiter. Und ich habe neulich mit ihm telefoniert, eine große Ehre für mich, für Sören Schabel, Musikproduzent, aber ich verstehe es einfach nicht, warum ihr da sagen müsst, das ist eine Frau. Und ich, also ihr meint wahrscheinlich die eine, die Excel mal geknallt hat, ich weiß nicht, oder geflext hat, aber ich meine, ihr würdet Excel niemals kriegen, ja, und selbst wenn Excel, ja, das kann ja mal sein, dass jemand auf Jung steht oder so, oder würdet ihn nicht kriegen. Der hat viel zu viel Stolz. Und ich, wenn man jetzt schon das hört, dann hat, das ist einfach Stolz. Das ist allein diese Bauchklatscher. Nein, jetzt mal wirklich unironisch. Diese Bauchklatscher, die kriegt ihr nicht hin. Auch nicht euer dicker Gartenzwerg. Deswegen lasst es doch einfach bleiben. Ich will so eine Scheiße. Wisst ihr, Sommerloch ist Sommerloch auf YouTube. Und das bedeutet wirklich Sommerloch. Und jeder hält die Schnauze. Und erst danach kommen wieder Videos, die toll sind. Und ihr bringt jetzt schon die Videos, die eigentlich zu Weihnachten kommen sollten. Und füttert damit die fette Weihnachtsgans. Ich weiß nicht, was das soll. Die eigentlich Excel bei der Essensbestellung essen wollte. Und ich finde das eine Unverschämtheit. Ja, ich hätte nämlich mein Stück auch noch abbekommen, hier im Tonstudio. So, ich weiß nicht, ob ich zu hell bin, Leute. Jetzt bin ich hier irgendwie im Schatten. Hallo, Schatten, ne? Jetzt habe ich eine Sonnenbrille auf Schatten. Nein, aber wirklich, das ist doch behämmert. Und Newsy sagt das ja auch. Also Herr Newstime sagt es auch. Das ist also was anderes. Er hätte sich auch gern was anderes vorstellen können. Jetzt kommt gleich das nächste Video von mir. Das reicht hier mit der Aufnahmezeit. 4 Minuten war das, glaube ich, oder 5. Mein Arm wird schon schlapp. Selbst diese leichte Canon, die bombastisch ist von der Qualität, die kann ich nicht mehr halten. Nein, ich trainiere halt im Moment. Aber ihr vielleicht trainiert, fangt ihr Ape Crime einem auch mal einfach an zu trainieren. Wenn ihr nicht Pussys an den Start kriegt, dann holt euch doch einen runter.